zusammen. Hier bin ich wieder, eure Yvonne von My Atelier. Und als allererstes möchte ich alle meine neuen Abonnenten begrüßen. Hi! Hi everyone! I would like to say hello to all my new subscribers. And I would like to thank Karen from Waterfall Acrylics so much for her shout out. It was a great, great honor for me and I'm really, really thankful. Thank you, Karen, for that opportunity. As you know, I do my films, my videos in German because my English isn't that good. And because of that, I would go on talking German and do English subtitles. I hope that's okay for you. And because of that, I switch back to German now. Hi. So, also heute möchte ich gerne den Wunsch von Jessica erfüllen. Und zwar hat Jessica mich gebeten zu zeigen, wie man diese Art Pouring macht. Und zwar ist das ein Multiple Ring Pour mit einem Swirl. Dem Wunsch komme ich sehr gerne nach, Jessica. Sowieso, ihr könnt mich immer gerne fragen, wie ich was mache oder Wünsche äußern, was ich euch mal zeigen soll. Ich versuche das alles abzuarbeiten. Das war jetzt der erste Wunsch, dem komme ich nach. Entschieden habe ich mich für die Farben, die ich hier verwendet habe bei meinem Bild Butterscotch. Ich hoffe, ihr seht das, das ist relativ groß. Ich mag diese Farben super gerne. Das sieht so ein bisschen Karamell-Bonbon-mäßig aus. Titanium-Weiß. Lemon Yellow, auch von Arteza. Dann habe ich hier bei dieser Farbe etwas Indian Yellow und Mid Yellow von Arteza gemischt. Yellow Ochre von Arteza. Ich hatte noch Farbe von Montmartre. In dem Fall ist das ein Burnt Sienna übrig. Das Burnt Sienna von Arteza ist etwas dunkler. Und last but not least, Arteza Raw Amber. Und da habe ich noch etwas Burnt Amber dazu gemischt, dass es nicht ganz so dunkel ist. Also das sind die Farben, die ich heute benutzen werde auf einer 40x30 Leinwand. Die Leinwand habe ich vorher schon präpariert. Das heißt, ich habe die Holzkeile in die Ecken gehauen. Ich habe Masking Tape aufgezogen, die Pushpins eingefügt und den Canvas gelevelt. Wie genau ich das mache, verlinke ich euch oben. Da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Ihr benötigt noch das Palette Knife, um nachher die Ränder zu bearbeiten. Ihr benötigt für den Multiple Ring Pour, und zwar machen wir 4 Stück, 4 Pappbecher oder Becher, die ihr gerne benutzt. Wir werden einen Base Coat auf die Leinwand setzen. Schaut, dass ihr ein paar Tücher in der Nähe habt. Ja, und dann kann der Spaß schon beginnen. Ich zeige euch noch die Konsistenz von meinen Farben. Und zwar habe ich die Farben wieder relativ dick gelassen. In jedem Becher sind 35 Gramm Farbe und 35 Gramm Pouring Medium. Um die richtige Konsistenz zu kriegen, mische ich mir immer noch ein bisschen destilliertes Wasser dazu. Das sind 10% Fluidrol und 90% destilliertes Wasser. Ganz wichtig, destilliert. Wir werden jetzt die 4 Becher gleichmäßig mit der Farbe füllen. Wir beginnen mit Weiß. Machen weiter mit Lemon Yellow. Die Farbe, die ihr zuerst in den Becher gebt, kommt als letztes raus. Und bildet somit das Zentrum eures Rings. Thank you.
seht, der Prozess dauert etwas länger, wenn man 4 Becher füllen muss. Immer schön die Farbe mit rauskratzen. Farbe ist wertvoll. Ich mache übrigens 2 Layer von den Farben. Heute ist Sonntag. Wir haben wieder ganz, ganz trübes Wetter bei uns in Deutschland. Selbst mein Labrador hat schon langsam keine Lust mehr rauszugehen. Gut, es mag natürlich auch daran liegen, dass ich ein kleines Labrador-Operchen habe. Und je kälter und nässer es ist, desto schlechter ist es für ihn. Wie machen das dann eure Tiere mit? Mögen die das bei dem Wetter rauszugehen? Wenn es jetzt schneien würde, wäre mein Operchen auch schon ganz weit vorne mit dabei. Weil Labradore lieben Schnee, zumindest unserer. Ich weiß gar nicht, ob euch das alles interessiert, was ich hier so von mir gebe. Sagt mir doch mal, ob ihr einfach nur sehen wollt, wie ich meine Farben anmische. Oder ob ihr das auch ganz cool findet, wenn ich euch ein bisschen was über mich erzähle. Beziehungsweise was hier bei uns so momentan aktuell ist. Das würde mich mal interessieren. Mich interessiert es immer ganz dolle, wie es anderen Menschen so geht und wie die mit den Situationen momentan umgehen. Ist ja ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich hier 0,2 Liter Becher fülle? 4 mal 0,2 Liter, das heißt, wir haben am Schluss 0,8 Liter Farbe. Wieder relativ viel für den kleinen Canvas, aber lieber zu viel als zu wenig. Und die letzte Schicht. Und die 4 Becher sind geschichtet. So, als nächstes machen wir den Base Coat. Damit fließen die Farben dann besser. Leute, es müsste Duftvideos geben. Ich habe nämlich vorhin einen Weißweinkuchen gebacken und der Duft aus dem Erdgeschoss, der zieht hoch hier bis in mein Atelier im 2. Geschoss unseres Hauses. So, denkt daran, eine Ecke vorne formen und dann kreisende Bewegungen auf den Canvas. Das ist schön, wie die Becher aussehen, oder? Bei dem Multiple Ring Pours ist es jetzt das Problem, dass wir hier diese Ecken haben. Die müssen als allererstes geschlossen werden. Das heißt, wir bewegen unsere Farbe auf der Leinwand. Ganz vorsichtig.
nach vorne und zurück. Vorne und zurück. Noch nicht über die Ecken drüber gehen. Und dann wieder in die Mitte. Und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Vorsichtig die Ecken schließen und die Farbe wieder zum Mittelpunkt holen. So, jetzt habe ich meinen Corner Catcher vergessen. So, mein Corner Catcher, einfach ein Stück Pappe, das ihr so an die Ecken halten könnt. Und wieder zurück in die Mitte. Und die Farbe wieder in die Mitte holen. Entfernen noch ein paar Luftblasen mit dem Bunsenbrenner. Jetzt Komposition, den Schwerpunkt eurer Farbe drehen, ganz vorsichtig drehen. Das ist der ganze Spuk. Das war's schon. Ihr könntet das jetzt noch weiter drehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr noch genug Farbe auf dem Bild habt, damit ihr mit dem Schwerpunkt der Farbe arbeiten könnt. Gut, ich habe es doch noch ein bisschen extremer gemacht. So gefällt es mir jetzt noch etwas besser. Arbeitet nochmal nach und schaut, ob eure Ecken bedeckt sind. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr die Glocke klickt, kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Hinterlasst mir noch einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen und ja, ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss ihr Lieben!